Willkommen zurück zu Persona 5 Royal. Ich habe darüber nachgedacht, ob es für euch nicht vielleicht das ganze Spiel ein bisschen zu dunkel sein könnte, weil es meistens ein bisschen dunkel auf YouTube ist. Ich bin mir echt unsicher. Leider kann ich euch da jetzt nicht fragen. Das ist schlecht möglich. Es würde zu spät bei mir ankommen. Bei Gegenständen muss ich die Taschenlampe anmachen. Das war mein Plan. Nein, ich wollte kurz gucken. Man kann ja die Brightness auch hochstellen. Ich habe mal überlegt, vielleicht einen höher zu gehen. Schon öfter, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwie ganz bisschen nur. So einen. Ist da einen? Ich mach's mal. Wenn die große Rebellion jetzt losgeht, dann kann ich das ja immer noch, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Folgen später ändern, aber unwahrscheinlich, dass das rechtzeitig bei mir ankommt. Da bin ich wahrscheinlich schon ein gutes Stück rein. Aber ich glaube, das ist okay, oder? Das ist okay, denke ich. Ein höher war okay. So, ich hatte letztes Mal gesagt, wir könnten eigentlich theoretisch mal ins Kino gehen. Eine andere Option wäre das Bad, ne? Das wird uns auch vorgeschlagen, ich glaube von Morgana. Hier gibt es nämlich noch ein Bad, wo man baden kann. Wer hätte es gedacht? Oh. Hier steht, dass alles in dem Automat 100 Yen kostet. Willst du was zu trinken kaufen? Ja, wenn es hier, oh, was? Mehrere von den SP-Dingern gibt. Ich weiß, die sind nicht viel, aber momentan ist mir das echt viel wert. Da könnte ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich in einem Dungeon kommen sollte, wenn die Story das zulässt, wer weiß. Kann man es denken, ne? Aber das ist gut zu wissen, dass man hier jetzt mehrere davon kaufen kann. Da könnte ich ein bisschen mehr pushen, das wollte ich eigentlich sagen. Badehaus jetzt oder Kino? Was macht denn das Badehaus? Die Schnellreise ist für das Badehaus in Yongin-Yaja verfügbar. Wow! Das ist das Badehaus. Es liegt so abgelegen. Naja, aber sehr gegenüber von uns. Das Benutzen des Badehauses kostet Zeit, aber es verbessert deinen Charme. Das Benutzen des Badehauses kostet 500 Yen. Die Vorteile, die das Badehaus bieten, sind vom Tag und Wetter abhängig. Ich gehe ab und zu hin, um zu sehen, welche Effekte es hat. Okay. Vielleicht steigert ein entspanntes Bad im Badehaus Charme. What do you want to do? Nö. Charme ist das Einzige, was wir bisher erhöht haben. Deswegen ist es mir gerade nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ist noch ein Laden. Doch mal gucken. Ich muss doch gar nicht umgeguckt. Secondhand-Laden. Ah, stimmt. Ich habe einen Tipp bekommen, tatsächlich. Von jemand anderem, der das Spiel auch spielt, parallel mit mir tatsächlich spielt. Dass ich in Secondhand-Laden mal vorbeischauen soll. Wegen dem Player, weil ich habe ja noch keinen Player. Willkommen. What would you like? Ah, okay. Hier ist der DVD-Player. Ich wäre tatsächlich in den DVD-Laden gerannt, hätte gehofft, da einen zu finden. Glück gehabt. Also danke für den Tipp. Ein gebrauchter DVD-Spieler. Sehr alt, Funktion, aber die Fernbedienung fehlt. Funktioniert, okay. Diese Abkürzung immer, die Punkte. Nice. Vielen Dank. Der Rest, den wir verkaufen, wahrscheinlich alles Herstellungsmaterialien, ne? Um Sachen zu bauen. Was macht ihr noch draußen? Am Abend? Aufsässige Grundschüler, ja, ja. Warum sind die Leute in den Nachrichten, die Anfälle leiden, alle Erwachsene? Meine Eltern sagen, es liegt an ihrer Arbeit, die so stressig sei. Aber wir sind auch im Stress, weil wir so viel lernen müssen. Oh, ich habe eine gute Idee. Sagen wir, dass wir krank vom Lernstress sind, dann müssen wir nicht zur Nachhilfe. Oh, gescheite Kinder, du. Okay, hier ist dieser Schlagort. Da kriegen wir schon auch ihren Wert erhöht, oder? Ja, Schnellreise. Schlagkäfig hier? Wie es wohl drin aussieht? Nee, ich hätte jetzt erstmal gerne gewusst, ob man da jetzt Bonus bekommt, da gehst man nicht rein. Hätte ich jetzt schon erfahren dürfen, was wir da erhöhen können. Okay, aber so nicht. Da hinten wohnt Sojido. Was gibt es denn hier im Supermarkt? Sie holen die Regale, dann schließen sie sich ja bald. Okay, wir dürfen nicht rein, okay. Ja gut, ich will auch keiner von den Kunden sein, die kommen. Oh, das Gemüse ist ja noch schmutzig. Dann ist es auch wirklich frisch. Ich will keiner von den Kunden sein, die kurz vor Ladenschluss kommen. So, ist das Kino ist aber dicht hier, oder? Das sieht irgendwie nicht so offen aus. Ein Kino, aber es hat zu, drin hängt ein Schild. Zu erschöpft, um zu öffnen. Okay, tut mir leid. Erschöpft also. Da kann man wohl nichts machen. Ich hoffe, es geht Ihnen bald besser. Ja, hoffe ich auch. Schade eigentlich, da können wir kein Kino machen. Dann gucken wir uns das hier mal an, oder? Then. Was bekommen wir denn hier? Was können wir denn hier machen? I see. Hoffentlich ist es kein Minigame. Hoffentlich ist es kein Minigame. Ich hasse Minigames. Tun Sie also auf dem. Das tun Sie also auf dem Dach. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Falls du es nicht wusstest, was hier angeboten wird, hängt immer von der Tageszeit ab. Schlagfähigkeit benutzen.
Schlagkäfige benutzen. Lesen. Bei der Benutzung der Schlagkäfige vergeht Zeit, aber je nachdem, wie du abschneidest, kannst du Preise erhalten. Und dein Wert Können verbessert sich auch. Du hast 5 Versuche. Wenn du 5-mal triffst, erhältst du den Schlägerpreis. Wenn du einen Homerun erzielst, erhältst du den Homerun-Preis. Je nach Tageszeit kannst du bei den Schlagfähigkeiten andere Dinge tun. Abends gibt es keine Preise, du kannst aber beliebig oft schlagen. Für 3 Homeruns gibt es einen Gutschein für mittags. Dann ist es genau richtig, jetzt zu kommen. Weil mir geht es jetzt nicht um die Preise. Mir geht es darum, erstmal zu lernen, wie das funktioniert. Und im optimalen Fall wäre es sehr cool, wenn wir dadurch trotzdem Können bekommen würden. Tagsüber kannst du hier Preise gewinnen und nachts beliebig viel spielen, nur ohne Preise. Aber wenn du 3 Homeruns landest, gebe ich dir ein Gratis-Ticket für den Tag. Guter Deal, oder? Wanna give it a try? Ja, okay. Versuchen wir es mal. Wahrscheinlich werde ich jetzt völlig versagen. Für Anfänger, Ballgeschwindigkeit 69 km/h. Good luck! Wenn du 3 Homeruns schlägst, bekommst du ein Gratis-Ticket. Viel Glück! Passe mit dem linken Stick den Winkel deines Schlägers an. Die Flugbahn des Balles an. Oh Gott, okay, linker Stick. Wenn der Ball mit dem Symbol übereinstimmt, drücke A, um den Schläger zu schwingen. Einen Homerun gibt es, wenn du das Ziel triffst. Und das tue ich wahrscheinlich nur, wenn ich entsprechend auch Ziele im Vorfeld in dem richtigen Winkel irgendwie habe? Keine Ahnung. Oh Gott, das wäre schon mal schlecht. Weiter unten? Ach komm. Ich weiß nicht, ob das falsch ist, was ich mache. Hey, hey! Ja, ich versuch. Mein Eifel ist ja angezeigt, wo der Ball landen wird, ne? Hier. Aber ich weiß nicht, wie ich so einen Homerun machen soll. Nice! Ist das nicht nur luck-based, oder? Ich denke mal schon, dass es der Winkel abhängig ist, dass ich ein bisschen runterziehen muss, um höher zu kommen. Siehst du, wenn ich runterziele, komme ich höher. Oh! Oh, ein bisschen höher. Okay, ich treffe ihn wenigstens jetzt. Okay. Aber ich befürchte. Ich hoffe, dass ich trotzdem Können bekomme. Sonst wäre es ein bisschen Zeitverschwendung für mich gewesen, ehrlich gesagt. Hätte ich lieber Kaffee aufgesetzt. Ich habe mehr Zielen kann ich halt nicht, ne? Ich kann halt nur den Winkel so ein bisschen. Vielleicht hat man auch höhere Chancen, wenn man ein höheres Können schon hat. Oh, der war auch eigentlich gar nicht so schlecht. Nice. Ich will mal extra tiefer ziehen, damit ich halt diesen höheren Ball kriege, ne? Weil ich schieße schon höher, wenn ich nach unten ziele, oder? Ich ziehe mal jetzt gerade wieder drauf. Dann siehst du, dann komme ich nur geradeaus. Das heißt, ich muss schon den Ball anders treffen. Ein bisschen weiter unten treffen, dann komme ich auch höher. Bloß ich kann dadurch immer noch nicht bestimmen, wo er genau hinfliegt. Oh, komm. Ich will jetzt auch den ganzen Tag damit verschwenden. Aber irgendwie ist es natürlich jetzt. Würde ich jetzt nicht LP'en, würde ich wahrscheinlich so lange versuchen, bis ich die 3 Homeruns habe. Weil ich ein gratis Ticket bekäme. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, das wird gar nichts mehr, ne? Das folgen so nicht. Ich muss ihn halt wirklich tief erwischen. Aber dann ist das Timing auch irgendwie schwierig, habe ich das Gefühl. Hey, hey! Dann was soll ich mit links und rechts machen, ne? Okay. Da bin ich mir unsicher, ob ich da was machen kann. Gefühlt nämlich nicht. Werde ich wahrscheinlich nie wieder machen, Leute. Ich sag's euch. Ich hoffe, ich krieg es trotzdem Können. Yes. Ich war drauf, aber ich muss halt nie wieder zielen. War das Timing wirklich so schlecht? Okay. Ich will nochmal genau. Nee. Wenn ich versuche zu genau zu zielen, wenn der Ball auf den Ball trifft, dann treffe ich erst recht nichts mehr. Nee. Ich komme nicht ran an den Home Run. Ich komme immer nah ran, aber was soll ich machen? Yes. Kann ich noch nachlenken oder so? Nee, ne? Ach, einmal will ich noch treffen. Hey, hey. Einmal will ich noch treffen, wohlgemerkt. Das ist nicht treffen. Das kann ich, jetzt treffe ich den Ball nicht mal mehr. Weil ich versuche, den so gut anzuschneiden wie möglich. Ne, vergiss es, ich höre auf. Ich gebe es auf. Wanna give it a try? Das kannst du so viel schlagen, wie du willst. Möchtest du weiterspielen? Mir reicht's. Nice going. Sehr gut, du hast den Ball perfekt im Auge. Hol dir den Preis, wenn wir tagsüber wieder da sind. Aber immerhin 2 Punkte. In einem Wert, der noch nicht erhöht war bisher. Und auch immer noch nicht erhöht ist, aber irgendwann mal erhöht werden sollte. Bieten im Moment nur einen Kurs an, aber bald wird es mehr geben. Wanna head back? Noch schlimmer als Anfänger? Nee, danke. Ich merke schon, das liegt mir nicht.
Freitag. Es könnte natürlich sein, dass man durch einen höheren Können-Wert eine bessere Chance hat, die Mitte zu treffen und dass man selber nur die Höhe bestimmt. Aber das weiß ich halt einfach nicht, ne? Oh, das ist ein Feiertag, wa? Oh, unser erster Feiertag, cool. Hast du heute was vor, fragt Ryuji. Ich kann nicht nur rumsitzen und nichts tun. Ich bin in einer Arcade bei Shibuya, sag Bescheid, falls irgendwas ansteht. Ryuji ist in Shibuya, willst du dich für eine Weile mit ihm treffen? Später entscheiden. Das ist eine coole Sache. Es könnte ein Extra-Event sein, wo wir ein bisschen extra Punkte bei ihm bekommen. Und ganz ehrlich, soweit wir bisher gestiegen sind, könnte das auch sehr lohnend sein. Was ich immer schade finde, Persona, und was glaube ich hier auch nicht so ist. Boah, ich guck mal, vielleicht irre ich mich auf, fix es hier ja besser. Nee. Ich wünschte, man könnte hier in diesem Fenster gucken, welchen Satz man bekommen würde, wenn man mit ihm abhängen möchte. Versteht ihr? Diesen Beschreibungssatz, damit ich das hier bereits einschätzen kann, ob ich den Level steigen könnte mit ihm oder nicht. Das würde mir viel Lauferei ersparen. War schon in den vorigen Personas immer so ein Ding. Schlimm ist es nicht, es ist halt nur so eine Quality of Life Sache, wie ich finde, die man eigentlich einführen könnte. I'll just add this. Speichern wir erstmal. Denn wir sind ja schön brav und führen unser Tagebuch ordentlich, ne? Bis später, Sojiro. Ich hab schon wieder seit Ewigkeiten. War Samstag die Kreuzworträtsel und nicht Sonntag? Ich habe das falsche Erinnerung. Wenn wir mal gucken. Leider habe ich nicht genug Mut, um mit der Doktorin abzuhängen. Jetzt kann ich mal kurz gucken, was die hier verkaufen, ne? Weil es Tag über ist. Oh, what do you want? Das ist eigentlich ganz cool zum Heilen, aber ich bin ganz ehrlich, what? Dieses Zwischendurchheilen mit Items, das mache ich nie so viel. Ich bin eher so ein SP-Heiler. Ich weiß, SP ist seltener, ne? Aber so, dann Central Street, wir kommen. Ryuji, lass uns ein bisschen abhängen. Ich könnte mir DVDs ausleihen, ne? Ich habe ja noch gar keine ausgeliehen. Ich hätte zwar mittlerweile einen DVD-Player. Oh, eine Videothek. Schau mal, die Werbung da. Die haben ein Angebot für eine Jahresmitgliedschaft. Willkommen. Möchtest du für ein Jahr Mitglied werden? Schüler kostet das mit dem Angebot nur 4.800 Yen. Leide so viele DVDs aus, wie du willst, ohne extra Gebühren. Du hast immer nur eine mitnehmen. Das ist ehrlich gesagt ein echt krass gutes Angebot. Ich muss dich keine extra Leihgebühren zahlen für die DVDs, nur einmal die Jahreskarte. Und die kostet nur 4.800. Joa. Wir haben viel zu tun, daher ist es gut, dass wir uns keinen Kopf über Überziehungsgebühren machen müssen. Wenn du genug Geld hast, solltest du dich anmelden. Ja, machen wir auf jeden Fall. Danke DLC. vielen Dank. Kann ich deinen Schülerausweis sehen? Du lebst in Yongin-Jaja, unterschreib einfach hier und fertig. Hey, hey! Meine Hände zittern ja. Als du den Namen Records eingetragen hast, bist du nervös? Du bist jetzt ein Mitglied der komische Aussage gerade. Ein Mitglied und kannst dir sofort die DVDs ausleihen. Also gut. Willkommen, kann ich helfen? Wobbly Hills, 90210. Ach Gott, realistisches Teenie vor allen Dingen. Die Romanze anzuschauen stärkt deinen Charme. Geist. Die Geschichte einer Frau, die mit Geistern redet. Bitte Güte. Abenteuer eines Mannes mit dem Können, aus allem Werkzeug zu basteln. Guy McWare. Nicht MacGyver, sondern Guy McWare. The X-Folders. Akte X. Ermittle. Jagen und übernatürliche Fälle. Erhöht Mut. Also für uns wäre entweder Geist oder Mut cool. Ich würde gerne Geist nehmen. Weil ich gerne meine Güte steigern möchte. Vielen Dank. Bis hoffentlich bald. Hm? Da, 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 da. Sehr gut. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Was haltet ihr von Folgen? Können wir hier speichern? Ja. Wir könnten noch mal die erste Challenge versuchen, oder? Mittlerweile sind wir Level 10. Einfach mal ein bisschen Kampf-Action zwischendurch. Ja, ja. Wie immer sehr, sehr freundlich von dir, dass du mir die Tür öffnest und mich so höflich hineingeleitest. Bin begeistert. Was willst du, Häftling? Einen besonderen Kampf möchte ich anscheinend. Okay, gegen Jack Frost, wie mir scheint. Ein Einstiegsmodus, mit den Hilfen äquivalente Schwächen und Übergaben getestet werden. Okay, testen wir das doch mal. Level 7, Level 10 haben wir mittlerweile, ja.
Belohnungen und Boni, Herausforderungskampf. Es gibt 3 Belohnungstypen für Herausforderungskämpfe, die von einer deiner Punktzahl abhängen. Es ist nur jeweils einer verfügbar. In einem Herausforderungskampf ist kein Hold-up oder mächtiger Angriff möglich. Für bestimmte Bedingungen gibt es jedoch Bonuspunkte. In der Belohnungsanzeige kannst du mit den Richtungstasten die Bedingungen und deine Gegner sehen. Weise deine Gruppenmitglieder so zu, dass die Punktzahl hoch ausfällt. Okay, Glutring, Mantel des Herzogs und das Publikste ist der Kupferklumpen. Der Glutring könnte vielleicht Feuerangriff verstärken, ne? Das wäre natürlich sehr cool für einen. Innerhalb von 20 Aktionen Windangriffe. Okay, wir müssen die innerhalb von 20 Aktionen schaffen, die Challenge, denke ich mal, für die 10.000 Punkte. Für Windangriffe kriegen wir 3-fache Punkte. Und immer wenn ein anderer angreift, kriegen wir 7-fache Punkte. Okay, wir testen es einfach mal aus, oder? Willst du deinen Gegner bestätigen? Schneespötter Greis mit Schirmblatt, tobendes Pferd und Kürbispyromane. Und dann Runde 2, Leichtvogel, nachtwandelnder Krieger, besessener Hundegeist und Wasserlymphe. Da sind ein paar neue bei. Wir noch gar nicht kämpfen in der zweiten Runde. Beginnst du? Ja. Round 1. Fight. Herausforderungskampf-Anzeige. Hier siehst du während des Kampfes deine aktuellen Punkte, die zur Belohnung erforderten Punkte sowie die Bedingungen für Bonuspunkte. Verlierst du den Kampf, wird das Spiel nicht beendet. Denkst du, dass du nicht gewinnen kannst, drücke LT im Menü Taktik ändern, um zu entkommen. Um Zeit zu sparen. Ne? Die Punktzahl in diesem Kampf hängt von dem zugefügten Schaden ab. Füge für viele Punkte viel Schaden zu. Mein Gott. Okay. Come. Go down. Go down. Ja, wenn die so schnell sterben, ist nicht gut, oder? Übergabe an N, weil sie macht ja extra Punkte. Oh, wisst ihr, was geil ist? Meine N kann aktuell Wind. Das ist ziemlich gut für uns. Hat einer von anderen auch noch Argenschwäche gehabt? Ja, okay. Und dann machst du nochmal Wind auf den da hinten. Ist zwar nicht effizient oder so, aber zieht den Score. Okay. Ich verstehe, wie es funktioniert, aber ich brauche einen zweiten Kampf auf jeden Fall. Im ersten Kampf mache ich nicht viel Schaden. Du hast halt keinen Wind, ne? Also. Das war jetzt besser, ihn nicht zu töten, damit wir noch ein bisschen mehr Punkte machen können. Sekunde ist böse. My incredible speed. Lowered? Das ist das neue Gegner, alles. Es ist interessant, dass wir in diesen Herausforderungen die Schwächen der Gegner bereits sehen können, weil ich denke, die werden dieselben sein, wenn wir die mal echt begegnen, ne? Wenn wir die mal echt begegnen. Wenn ich mir das merken kann, wäre das gut. Ah, ich kann nicht übergeben an Ann, weil sie jetzt am Boden ist. Wie doof ist das denn? Du hast immer einen König. Nass! Oh, ich hab wieder Pech. Ich bin wieder im Pechland angekommen. Blitz und Feuer, ja. Leider ist für uns alles richtig doof gelaufen, weil Anne K.O. geschlagen wurde. Das ist halt so blöd für uns. Wirklich extrem blöd für uns. Da haben wir schon echt Pech gehabt. Haben wir richtig Pech gehabt. Okay. Sehr ärgerlich. Ich habe gar kein Feuer, ne? Ich torf. Das war dumm. Das war nicht ganz so gut von mir. Jetzt noch eine andere Schwäche Blitze, die habe ich auch nicht momentan, ne? Nee. Ich hätte auf Yuji wechseln müssen. You're mine. Nice, Joker! Right in their weak spot. Persona! So, wird Zeit, was zu leisten. Bitte nicht daneben hauen jetzt. Oh.
Bis die 10.000 können wir, glaube ich, noch schaffen, oder? Plus die 10.000 die Aktion übrig, stimmt. Hm. Okay, die buffen sich alle. Oh, eine Windwand auf ihn. Okay, müssen wir uns merken. Das erste ist das Windgeschütz. Oh, ich kann jetzt auch nicht auf sie wechseln. Ich habe so ein Pech gerade, dass immer sie erwischt wird von sowas, ne? Oh, ist das ärgerlich. Also mit ein bisschen mehr, weniger Pech hätte ich das bestimmt komplett schaffen können, aber vielleicht schaffen wir wenigstens die ersten beiden Stufen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, ich würde das schaffen. Ich weiß, jetzt resistent, aber es gibt mir Punkte dafür gerade, deswegen mache ich das. Du blockst da bitte eben. Oh, sie greift sich an, weil sie Angst hat. Ey. Mehr Pech hätte ich nicht haben können, oder? Mein Gott. Ja, würde ich gerne, aber ich habe Pech. Ja. Wir haben es doch geschafft. Was ich vorhatte. Ich glaube, wir haben zwei Stufen geschafft, oder? Ja, zwei Stufen haben wir, glaube ich, geschafft. Nur die dritte nicht mehr. Die dritte wäre, glaube ich, auch nur möglich, wenn Anne komplett agieren kann. Weil es von ihr abhängt. Aber die Tatsache, dass ich Anne. Also, dass Anne hier Garo hat, durch dieses Item, was man ihr ausrüsten kann, das ist super relevant. Und da muss man mit ihr die ganze Zeit die Schaden machen, möglichst. Aber ich bin zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. War ein netter kleiner Trial, ist in Ordnung. Could have been better, but I'll throw you a bone. Ja, wenn ich mehr Glück hätte, ne? Bisschen was zu verkaufen und ein neuer Mantel des Herzogs, können wir auch verkaufen im Grunde. Herausforderungskampf Highscores. In einer Challenge-Schlacht basiert der Score auf dem verursachten Schaden. Richte also viel Schaden an. Nutze für einen hohen Score Fähigkeiten wie Support-Skills, Übergabe und technische Angriffe. Bonuseffekte können den Score erweitern. Ja, ja. Ich bin zufrieden damit. Der Glühring wäre auch cool gewesen, aber hey. Jetzt wissen wir zumindest, wie es funktioniert. Muss ich eigentlich noch irgendwas registrieren? Ja, die haben alle noch Erfahrung bekommen, deswegen, ne? Gut, alle registrieren bitte. Are you sure? Mhm. Gut, dann gucken wir noch eben. Wir sind ja noch ein Level gestiegen. Wollen wir noch irgendwas machen? Können wir noch irgendwas machen? Was Sinn wäre. Sinnvoll wäre. Nicht wirklich gerade, gefühlt. Meh, Koppertink. Schleim ist gerade eigentlich ganz cool. Nö. Ganz ehrlich, wir haben gerade einfach eine coole Kombination. An Akainas und ich bald auch mal so. It is time, Innate. Ich hoffe, wir bekommen bald mehr Platz. Ich weiß nicht, wovon das abhängt in diesem Spiel. Ich glaube, in Persona 4 war es einfach der Level des Main Characters. Die können es natürlich die Verbundenheit zu Igor sein, aber die wäre wahrscheinlich storyabhängig, ne? Vermute ich doch mal ganz stark. So, wir wollten eigentlich zu Ryuji. Also, let's go. Das war der falsche Laden. Nee, doch nicht, war richtig geladen. Okay. Oh, hey. Wir haben Kamoshida besiegt, aber irgendwie bin ich immer noch nervös. Wir müssen wohl einfach abwarten, wie es weitergeht. Hey. Jo, wollen wir heute mal trainieren? Sonst rosten wir noch total ein. Ah, doch, trainieren. Okay. Ich kann Ryuji näher kommen, wegen Schleim. Wir können noch nicht vertiefen. Aber das ist okay, wir müssen ja vorankommen. Und wir hätten ein Geschenk für ihn. Wenn wir es einen schenken können, hätte ich eins für ihn. Ha. Also, was hast du vor? Willst du mit Ryuji abhängen? Ja. Wanna get going? Okay, geh dich umziehen. Wir gehen heute joggen. Ich bin mir halt nur nicht sicher. Echt in der Schule? Okay. Ja gut, das ist an diesen Ort gebunden, glaube ich, ne? Ich bin mir halt nicht sicher, ob es klug ist, schon früh Geschenke zu benutzen, weil ich schätze, dass wir, wenn wir später auf höheren Rängen sind, eher diese Bonuspunkte brauchen, um zwischen den Rängen noch steigen zu können, ne? Aber komm, das war ein billiges Geschenk. Das wird okay sein, oder? Ich glaube, er hat ein ziemlich erfüllendes Training. 3 Punkte, Vielleicht gibt es etwas, das Ryuji Vergnügen bereitet. Oh genau, ich habe etwas, das Ryuji gefallen könnte. Ja, ja. Ich mach's einfach mal. Ach du, bist du wirklich sicher, dass ich das haben kann? Danke, Alter, ich trainiere gleich heute noch damit. Ja, es war klar, dass ihm das gefallen würde. Ich glaube, damit habe ich Ryujis Herz ziemlich gewonnen. Meine Bindung zu Ryuji wird bald stärker werden. Ich wünsche, dieser Satz
würde vor dem Geschenk kommen, damit man das einschätzen kann, ob das Geschenk überhaupt noch notwendig ist. Es wäre einfach, ihr könnt mal sagen, ja, aber dann ist doch viel einfach. Das musst du halt irgendwie raten. Nein, weil ich könnte jetzt auch neu laden. Und das einfach, also erstmal angucken, was passiert, wenn ich kein Geschenk gebe und dann neu laden. Und solange sowas möglich ist, kann man sowas einfach als Quality of Life einfügen, finde ich. Ne, ist nur so eine Kleinigkeit. Ich habe super Spaß in dem Spiel, nicht falsch verstehen, aber ich mag trotzdem hier und da ein bisschen zu jammern, ne? Nicht jammern, aber so konstruktive Kritik zu geben. Ich hoffe, man kann sie so verstehen. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen angenehmer dann. Die U-Bahn fahren nicht mehr. War das schon wieder so eine psychotische Störung? Ein weiterer Minister ist zurückgetreten? Was ist hier nur los? Wie blöd muss man sein, um fremd zu gehen? Das ist doch Wahnsinn, in einer U-Bahn mit einem Messer rumzufuchteln. Es gibt so viele verrückte Menschen. Wo sind die ganzen normalen Leute hin? Normale Leute. Ah, you're back. Okay, Freitagabend. Er will nicht abhängen, also er kann nicht abhängen. Interesting. Hey. Kümmere dich um die Katze, ich helfe dir damit nicht. Oh, hast du schon, ne? Eigentlich willst du das doch tun. Wenn ich jetzt Kaffee mache, kriege ich dann trotzdem noch Pluspunkte bei ihm. Das wäre nämlich super sinnvoll. Nicht wahr? Erstmal schicken wir die Pflanze. Ich weiß, ich übertreibe es mit der Pflanze, glaube ich, ein bisschen, aber sobald ich was nachschütten kann, will ich was nachschütten. Nice. Und ich weiß auch immer noch, dass ich eigentlich nochmal trainieren wollte. Das habe ich auch noch nicht vergessen. Aber ich würde jetzt gerade gerne wissen, ob wir Punkte bei ihm bekommen, wenn ich jetzt Kaffee koche. Hey. Oh. Du fängst von diesem an, dich dafür zu interessieren, ne? Willst du mich gerade beeindrucken? Naja, egal. Ich gehe mal Zigaretten holen. Hm, ich liebe den Geruch von gutem Kaffee. Mhm. I know that. Yes! Alright. Kennen wir schon den Spruch. Nochmal zum LeBlanc Kaffee. Ich sollte mal gucken, wie viel SP der hält. Würde mich mal sehr interessieren. Ich schätze mal nicht viel, oder? Ich hoffe irgendwie 20 wenigstens. Wahrscheinlich nur 10. Hoffentlich mehr als 5. Wir gucken gleich mal. Hey, du hast wohl was von der Eitelkeit vom Boss gelernt. Hey, ein bisschen mehr Charme. Na, versuchst du wieder ein Glück? Wie läuft's? Lass dich mal probieren. Ja, die gute Plörre. Sumpfwasser. Mm. So sauer. Das muss Guatemala SHB sein. Let me explain. Seine Leidenschaft geht immer sofort auf, wenn es um Kaffee geht. Guatemalas vulkanische Erde eignet sich ideal zum Kaffee anbauen. Anscheinend tut das vulkanische Erde generell. Aber die ist ja auch generell immer sehr nährstoffhaltig oder so, ne? Wahrscheinlich können wir mal alles Mögliche da gut anbauen. Je höher der Anbau, desto besser die Qualität. Aber ich habe keine Ahnung. Strictly Hard Bean SHB ist eine Güteklasse für Kaffeebohnen, die in 4500 Meter Höhe wachsen. Der Geschmack ist eintönig. Du musst mehr üben, um diese Röstung ihr Potenzial zu entlocken. Aber du gießt so ein, wie ich es dir beigebracht habe. Das weiß ich anzuerkennen. Du hast doch viel zu lernen im Aufbrühen von Kaffee im Leben und im Leben. Sei geduldig. Well then. Wir sollten uns ausruhen. Wir haben morgen einen anstrengenden Tag vor uns. Ist der anstrengend? Ist auch nur ein Samstag, oder? Ich hoffe nicht, dass er so anstrengend wird. Ah, wir können ja gar nicht sehen. Ah, wir können. Oh, ich wollte sagen, wir können wohl lesen, wir sitzen können. Dürfen machen. Ah, wir haben ein Sitzblatt gekriegt. Warum liest du nicht ein bisschen, bis wir da sind? Ja, das machen wir. Zorro der Rächer. Gentleman ist wahrscheinlich auch wieder Charisma, oder? Weißt du was? Wir lesen doch was anderes. Ich lese heute mal Buchikos Geschichte, weil ich möchte gerne ein bisschen mehr Güte. Eine herzergreifende Geschichte vom Hund und Herrchen. Hm? Und so wartete Buchiko weiter. Mm. Buchiko, die Geschichte dieses Hundes rührt mich jedes Mal zu weinen. Hey, hey! Hm, oh, mir ist gar nicht aufgefallen, wie lange du gelesen hast. Wer bist du gekommen? Wie immer die Hälfte, wenn da nur zwei Lesezeichen sind. Sieht aus, hättest du noch einige Seiten vor dir. Sollte später weiterlesen. Oh, wir sind fast da. Ich würde sagen, du hast deine Zeit effizient genutzt. Naja, das ist auch immer dasselbe, ne? Brauche ich auch nicht mal vorzulesen, ehrlich gesagt. Morning. The board meeting is the day after tomorrow. Mhm. Dann wird alles klar werden, ne? Wie es für uns weitergeht. I wonder if Kamoshida really had a change of heart. What if we failed?
That's all I've been able to think about. Ja, aber es bringt dir ja nichts, drüber nachzudenken, oder? Na, dein Glauben ist auch übertrieben. Du machst dir Sorgen, Fragezeichen? Avenging Shiho and getting your expulsions revoked? It's all resting on this one chance. Of course I'm worried. But the only thing I can do now is believe. Sorry. Thanks for listening. We should get to school. Du weißt schon, dass immer noch nur ich und Ryuji von der Schule fliegen. Du glaube ich nicht, ne, oder? Wir haben noch ein bisschen mehr. Hi, everyone. Hallo, Frau Chuono. Hallo zusammen, wie geht es euch? Okay. Heutzutage wird erwartet, dass man umgangssprachlich Englisch kann. Auch Ausdrücke anderer Sprachen. Vergesst für diese Stunde, dass ihr Japaner seid und stellt euch vor, ihr kommt aus dem Ausland. Wichtig ist, dass ihr jemand anderes werdet. Heutzutage ist ein wichtiges Talent, dass man seine Maske je nach Situation wechseln kann. Wie schneidest du ab, Quorsa? Hier ist deine Frage. Ich finde es übrigens sehr faszinierend, dass alle Lehrer ein Porträt haben. Die können nicht alle so relevant sein. Aber müssen ja auch nicht alle super relevant sein, die ein Porträt haben. Let's hear it. Bist du ein Wunderkind? Probier mal die Frage anhand deines Wissens zu beantworten. Oh Gott. Bist du ein Wunderkind? Scheint, das müssten wir herausfinden, dass das ist, damit wir antworten können. Sprachen sind nicht meine Stärke, aber ich helfe dir, so gut ich kann. Es gibt diesen Begriff Miracle Child, ne? Darauf wird es wahrscheinlich ausgelegt sein. Denken wir erstmal über den Wunderteil nach. Wunder. Genau, Wunder. Etwas ist also wundersam oder sehr beeindruckend. Ich glaube, dass diese Frage nicht so gut funktioniert, weil sie nicht drüber nachgedacht haben, das im Deutschen nochmal auf Englisch zu übersetzen. Möglich wäre. Genau, Wunder. Es ist also wundersam oder sehr beeindruckend. Oder ich irre mich auch und es ist einfach so gedacht, keine Ahnung. An dieses kommt das Kind, das bezeichnet. Ein Kind. Nee, denken wir nochmal drüber nach. Genau, das ist wörtlich zu. Genau, das ist wörtlich zu verstehen. Es geht um ein Kind. Oder zumindest einen ziemlich jungen Menschen, wie in deinem Fall. Ein Naturtalent. This is it. That's correct. Na, stimmt. Ich habe gefragt, ob du ein Wunderkind, also ein Mensch mit außergewöhnlichen Talenten bist. Ja gut, okay, es ging um den Begriff Wunderkind. Ja gut, okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das sprachlich hier eine Verwirrung verursacht oder ob ich einfach nur zu viel drüber nachdenke und die Sachen wieder komplizierter mache, als sie sein müssen. Aber wenn du so schnell denken und umschalten konntest, musst du eins sein. Oh, das Wort Talent stammt vom griechischen Wort Talenton ab. Ein Geldbetrag aus der Bibel. Je geschickter ein Diener war, desto mehr Gold wurde er von Gott erhalten. Talent bedingte Reichtum. Er ist ziemlich schlau. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht ist es doch kein so übler Kerl. Nice going. Nur weil jemand Dinge weiß, ist er noch lange kein guter Kerl. Aber okay. Trotzdem danke. Du hast heute echt drauf. Mhm. Immer noch nicht. Aber wir haben auch immer nur meistens einer Werte bekommen, ne? Kein Wunder. Eine einzige Note ist ja nicht viel. Das Wort Talent hatte ursprünglich nichts mit unserem heutigen Stars zu tun. Aber die Fähigkeit, jener Situation eine andere Maske auszuziehen. Aufzuziehen, wäre glaube ich sinnvoller, ist Gott gegeben. Es ist nicht so abwegig, reaktionsschnelle Leute im Fernsehen Talente zu nennen. Das Talent, seine Maske zu wechseln? Macht uns das zu Wunderdieben? Wunderdieben. Ja, wir klauen uns Wundertüten aus dem Kiosk oder so, keine Ahnung. Wow. Really? Really? Ja, ich weiß, der wird zwar schlecht. Schön, dass das Spiel auch mal wieder reagiert auf meine Antworten und Aussagen. So, es ist Samstag. Mich hat keiner gefragt wegen Abhängen. Nö. Keiner mag mich, keiner möchte mit mir abhängen. Okay. Und leider habe ich nicht genug Mut, um mit der Ärztin abzuhängen. Das heißt, meine Optionen sind eigentlich ziemlich gering. Ich gehe mal nach Shibuya, weil ich gerne wüsste, okay, ob das Kino da offen hat. Vielleicht läuft hier ein Actionfilm oder sowas, so ein Horrorfilm, der irgendwie Mut erhöhen kann. Das wäre natürlich praktisch.
Die Schnellreise ist jetzt für das Kino in Shibuya verfügbar. Was da wohl gerade läuft? Ins Kino gehen. Wenn du dir einen Film ansiehst, vergeht Zeit. Beim ersten Mal ist der Effekt des Films am größten. Welchen Film gerade läuft, ändert sich im Laufe der Zeit. Schau deshalb öfter mal vorbei, um zu sehen, was gerade läuft. Wow. Wir kommen gerade rechtzeitig für Tanktop-Millionär. Ein Teenager gewinnt in einer Quizshow Geld und gewinnt damit zum Tanktop-Millionär. Hm. Oh, wie praktisch. Hm, der Film bringt dir bei, deinen Mut zu steigern. Well. Wenn du einen Film sehen willst, musst du dir eine Karte kaufen. Das können wir uns doch mal, oder? Mut. Well, then. Der Film fängt gleich an. Setzen wir uns. Some slumdog brat with so much prize money. It's just not possible. You must have cheated. No, it wasn't cheating. It was destiny. It was destiny. Soll ich jetzt noch warten oder soll ich was? Okay. Wie kann ein so kleines Kind nur so viel Mut haben? Ich konnte den Mut des Jungen und seine Einstellung zum Leben regelrecht spüren. 3 Punkte. Nuts. Komm schon. Ja, Mutstufe 2. Wir können theoretisch der Ärztin abhängen. Wagemutig. Alright. Dein Mut ist von ängstlich auf wagemutig gestiegen. Wir haben sogar den Abspann bis zum Ende angeschaut. Let's head back. Okay, gehen wir heim. Genau, hätte ja so ein Marvel- oder DC-Film sein können, ne? Da muss man den Abspann ja zu Ende gucken. Ah, you're back. Könnte ja noch was kommen. Okay, wir können auch mit dir abhängen. Können wir mit dir wieder steigen? Das wäre natürlich supi. Aber erstmal gucken wir nach der Pflanze. Ich weiß, die Pflanze nervt ein bisschen, aber die Pflanze ist halt was Besonderes. Nice! Es ist ein Ort, an dem ich eine Wertung erhalten kann, eine Wertung steigern kann, ohne Zeit aufzugeben. Also ja. Und wieder kein Kreuzworträtsel. Ich dachte, die kämen öfter mal. Ich habe bisher nur eins gesehen. Ich wollte mich eigentlich sogar spielen, mal erstmal loben, dass sie überhaupt Kreuzworträtsel auch eingebaut sind, weil das ist echt schwierig natürlich, das dann auch entsprechend in eine andere Sprache zu bringen, ne? Aber momentan haben wir noch keins mehr gesehen. Naja. So. You got time right now? Ah, es wäre so viel besser, die Hierophanten zu haben, ne? Es ist eigentlich auch... Schade eigentlich, dass es keinen Velvet Room gibt in diesem Bezirk hier, ne? Außer wir können nachher einfach sowieso in die Stadt, das könnte auch sein. Vielleicht können wir nachher ja auch mehr Orte erkunden nachts. Weil ich wüsste mich sonst gar nicht, wie ich in so einer Situation eine Person noch erschaffen sollte. Aber wir konnten, glaube ich, eh keinen Hierophanten momentan machen, also was soll's. Noch nicht vertiefen. Da machen wir auch sonst nicht. Ablehnen. Next time, then. Da können wir besser Kaffee brauen, weil wir dann wieder... Oh. Siebgedächtnis hatten wir ja kurz alarmiert. Moment, du hast sowas gucken wollen, und zwar, was genau der Kaffee bringt. Hier. 30 SP sogar. Das ist ganz ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Dann mache ich gerne noch mehr davon. Hey. Ich könnte auch lesen, ne? Aber ich habe jetzt den Mut bekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich mache nochmal Kaffee. Oh. Vorhin lernen wir immer was über neue Kaffeesorten. Das ist auch schön. Ich werde sie zwar trotzdem nicht trinken, aber super. Hm, selben Sätze sind, gib mir weiter. Yes! Alright. Das ist auf jeden Fall effizienter, als nur mit ihm abzuhängen, ne? Es wäre effizienter, mit ihm abzuhängen, wenn ich die Persona hätte, die passende. Dann würden wir, glaube ich, 2 Noten bei ihm bekommen. Dann wäre das sinnvoller. Aber so kriegen wir nur eine. Ich schätze es zumindest, dass es so ist. Na, versuchst du wieder dein Glück? Wie läuft's? Lass dich mal probieren. Ausspucken würde ich würde es schon ein bisschen lustig finden. Wird dann die machen, weil er nicht seine eigene Theke beschmutzen wird und so, aber dieser Geschmack. Das muss Colombian Narino sein. Let me explain. Colombian Narino. Die Höhe, der Regen und der Boden der kolumbianischen Berge schaffen diesen hochwertigen Kaffee. Bist du Regen? Regen? Danke, Regen. Wahrscheinlich ist es ein guter Kaffee. Ich habe keine Ahnung. Narino-Kaffee ist cremig und bedeckt den Mund mit einem nussig-fruchtigen Geschmack. macht das ein dreckiger Sancho auch? Schlechter Witz, aber irgendwie muss ich dir gerade dran denken. Der Geschmack ist eintönig. Du musst mehr üben, um diese Röstung ihr Potenzial zu entlocken. Aber, ja, das kennen wir. Mhm.
Danke für die Note. Du hast noch viel ab. Ja, ja. Ja, ja, wir sind geduldig. Wir werden besser. Well then. Ich fange mir alle Kaffeesorten und werde Kaffeemeister. Ein anstrengender Tag vor uns. Sonntag sollte eigentlich nicht so anstrengend werden, hoffe ich. Aber Montag wird bestimmt besonders. Weil das ist der Tag, an dem wir theoretisch gekickt werden sollten. Well then. Das erinnert mich daran, heute läuft das Homeshopping-Programm. Willst du mal reinschauen? Stimmt, das können wir auch noch machen. Und wir haben Mails bekommen. Oh, dass du mir sogar schreibst. Du hast meine Nummer? Stimmt, wir haben Nummern ausgetauscht, ne, damals. Wie kommst du mit dem Lernen über die Prüfung voran? Übrigens habe ich ein neues Medikament da. Das will ich möglichst bald an dir testen. Kommst du vorbei, mein kleines Versuchskaninchen? Oh Gott. Meine Binde zu Takemi wird bald stärker werden, aber... Du bist eine Abmachung mit Takemi eingegangen. Willst du in ihre Klinik gehen? Später entscheiden. Ich möchte irgendwie reden. Oh Gott, das klingt schon so traurig. Ich würde gerne mit dir reden. Naja, okay, eigentlich will ich meine Scheiße bei dir abladen. Gehen wir Ramen essen? Einfach mal zur Abwechslung? Ich kenne da einen echt guten Laden. Wir würden steigen, ne? Oh Mann, was soll ich denn machen? Das ist der Persona-Effekt, ne? Du hast die verschiedenen Leute, die du kennenlernst und weißt nicht, was du machen sollst, weil alle wollen deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, alle brauchen dich. Du kannst dich nur für einen entscheiden an diesem Tag. Es geht nicht anders. Ganz ehrlich, Takemi können wir noch anders mal machen. Sie will nur irgendwelche Medikamente austesten. Ich werde Ryuchi bevorzugen. Nice. Ich musste gucken. Wir gucken noch eben Homeshopping und dann gehen wir direkt zu Ryuchi. Takemi machen wir auch noch bestimmt ein bisschen weiter, klar. Gerade weil wir dadurch auch mehr neue Medikamente bekommen, ist ja sinnvoll, ne? Hallo allerseits, es ist wieder Zeit zum Shoppen. Heute haben wir Folgendes im Angebot. Beginnen wir hiermit das Überlebensset. Auf leeren Magen kämpfen ist nicht schlecht. Dieses Set füllt jeden Kämpfermagen. Ganz viel Heilungskram. Okay. Und ein bisschen Rindfleisch für SP. Alles in deinem Set, was für ein Angebot. Aber halt, es gibt noch mehr. Als nächstes kommt das Muskeltraining-Set. Es verspricht ungeahnten Fortschritt beim Muskeltraining und enthält Proteine und Feuchtproteine. Ich wusste nicht mehr, dass es sowas gibt. Ich kann gar nicht glauben, dass alles in diesem Set enthalten ist. Was für ein Angebot. Okay, nehme ich den Gegenstand, Deal des Tages, Telefone klingeln, das ist derselbe Text. Hey, hey! Das ist aber billig. Das ist so billig, das kaufen wir. Wie sie immer auf Homeshopping reinfallen. So billig, das muss ich unbedingt kaufen. Nein. Das ist derselbe Text wie immer. Das sparen wir uns jetzt. Well then. Gut. Was machen Proteine eigentlich? Die heilen einfach nur einen prozentualen Anteil statt einen klaren Anteil. Das heißt, sie werden dauerhaft gute Heilung bleiben. Das ist nicht so wichtig, finde ich. Weil 30% sind auch nicht so krass, wie ich finde. Das ist schon okay, glaube ich, dass wir uns da geholt haben. Hoffe ich mal. Gut, dann Quicus Trevlus. Ryuchi möchte quatschen, wir wollen für unseren Kumpel da sein, also gehen wir da auch hin. Oh, anscheinend läuft ein neuer Film, ne? Das ist lustig, wenn man jetzt mal guckt hier, im Schnelltravel-Menü sieht man bereits, das könnte meine Güte verbessern. Das heißt, das war gestern, oder vorgestern, war ich da, egal, der letzte Tag, an dem ich diese Mutsache bekommen konnte. Das ist interessant. Das heißt, jetzt ist ein neuer Film anscheinend hier. Erst im Arcade, oder wie? Weil da steht, wie soll ich Zeit verbringen? Dann gehen wir zum Arcade. Ich versuche gerade die Sätze unten einfach zu nutzen. So als Hinweis. Ja, erst will ich hier, okay. Ramen mit Ryuchi. Oh, hey. Wir haben Kamosh wieder besiegt, aber ja, das ist immer dasselbe Text. Alter, ich muss mit dir reden, nämlich meine, mir Luft machen. Hast du Bock auf Ramen? Ich zeig dir, wo ich gerne esse. Wir werden auf jeden Fall stärker werden, weil bald stärker werden heißt, es funktioniert direkt. Ich hoffe, das stimmt auch wirklich und immer. Also, was hast du vor? Willst du mit Ryuchi abhängen? Ja. Es ist ein weiter Weg, aber es lohnt sich total. So lecker. Jedenfalls müssen wir nach Ogikubo. Nehmen wir den Zug. Ogikubo? Oh, wir fahren mal woanders hin. Ja, wir werden noch mehr Orte aufdecken. Weil man sieht auch jetzt schon, dass auf dem Weg nach Ogikubo noch Stationen sind. Ein ruhiges Wohngebiet mit berühmten Ramenläden, köstlicher Ramen. Das intensive Aroma traditioneller Sojabrühe ist das lange Warten wert. Alright. Neuer Treffpunkt. Okigo Ramen. Du kannst auch Leute einladen, denen Ramen schmecken könnte. Oh, warte mal.
Ryuji ist jetzt derjenige, der mich dazu eingeladen hat. Ist er der Nudelenthusiast? Der Pasta-Enthusiast? Wir konnten auch irgendwo so einen Pasta-Kram kaufen als Geschenk. Aber ich bin mir nicht todsicher, das könnte euch mit anders noch sein, ne? In der Stadt gibt es eine Reihe von Treffpunkten, die etwa Läden, Orte für Events, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Jeder Vertraute mag einen bestimmten Treffpunkt besonders. Wenn du dich dort mit ihm triffst, wird eure Bindung stärker als normal. Okay, also wenn man wahrscheinlich später die Ränge irgendwie vollkriegen will, die nächsten, ist es sinnvoll, sich an solchen Orten zu treffen und zu merken, wo Leute gerne hingehen, ne? Wo sich Treffpunkte befinden, erfährst du durch Bücher oder Einladungen von Vertrauten. Versuche, so viel wie möglich zu finden. Ah, wir haben noch diesen komischen Reiseführer oder so, der nur einmal lesen braucht. Ob der sowas bringt? Könnte sein. Ah, diese Rahmennudeln sind einfach göttlich. Die treiben mir das Wasser ins Gesicht. Das ist göttlich. Rahmen ist einfach total abgefahren. Okay, er klingt aber schon sehr nach so einem Enthusiasten. So eine leichte Suppe bringt den Körper nach einem guten Lauf wieder richtig auf die Beine. Ja, ist nicht so mein Ding, aber jedem das seine. Früher sind wir nach dem Lauf immer hergekommen und... Tja, das ist wohl auch alles Vergangenheit. Ich habe Nakaoka übrigens immer mal wieder gesehen. Mir kommt es so vor, als würde er sich nicht wirklich mit den anderen verstehen. Na, vielleicht ist es ja nur, ich sag mal, ein Mildläufer, der es eigentlich nicht so geil findet, was wir da abziehen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er deswegen auch einen Streit angefangen, dass er vielleicht jemand ist, der über Ryuji reden darf, weil die anderen dürfen es nicht, weil er eigentlich doch noch Freundschaft für ihn empfindet. Du machst dir Gedanken wegen ihn? Ja, irgendwie. Denk nur drüber nach, was er gesagt hat, dass er das ganze Team Kamoshidas Missbrauch ertragen hat. Und wie ich es für das Team verbockt hätte. Ich glaube, er hat recht. Die haben nicht mal mehr einen Clubraum. Sie müssen ihr ganzes Zeug hinter der Turnhalle lagern. Zum Trainieren müssen sie Runden um den Block rennen, weil sie keine Schulausrüstung nutzen dürfen. Für Außenseiter wie mich gibt es einfach keinen richtigen Ort. Sollte ich besser wissen als sonst irgendwer. Ist aber gut, dass ich kein Aufsehen errege. Ich will nicht, dass sie so enden wie ich. Ryuji ist ein cooler Typ. Also, eigentlich ist er genau das nicht, weil er muss ein bisschen weniger aufbrausend sein. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das so sage. Ich weiß, wie er sich fühlt. Ich finde auch, dass er sich großartig eigentlich macht. Ich habe Angst, dass er dann hier absagt, aber ich sag das. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. War anscheinend perfekt, weil drei, ich glaube, 3 Noten ist so ziemlich eine der höchsten Sachen, oder? Keine Ahnung, ich glaube, ich kriege auch immer einen Bonus wegen der Person, die dabei ist. Stimmt ja, wir sind ja hier bei der Außenseiter. Ja. Das würde ich bestimmt auch nicht leicht in der Schule wegen all diesen Gerüchten. Tja, wir gehören halt irgendwo so richtig hin. Ist aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es eine elende Schinderei, es allen und jedem recht zu machen. Und ich hätte auch euch nie getroffen, wenn ich kein Außenseiter wäre. Fast also schon alles irgendwie. Ganz im Ernst, es ist mega cool, mit euch abzuhängen, ist echt der Hammer. Meine Bindung zu Ryuji vertieft sich. Nice. Ryuji. Rang hoch. Inkognito-Ansturm. Senkt die Wahrscheinlichkeit, dass du im Meta-Universum gefunden wirst, während du rennst. Okay. Also so richtig dieses R2-Rennen, was ich nie benutze? Oder generell, wenn ich normal laufe. Weil ich laufe ja oft an Leute ran. Statt zu schleichen? Ja, keine Ahnung. Ich nehme es mit. Es ist ein passiver Bonus. Ich hoffe bloß, dass ich was finde, womit ich dem Leichtathletik-Team helfen kann. Obwohl ich sie wahrscheinlich wieder in die Scheiße reite, wenn ich mich einmische. Ach ja, wir müssen ja noch einen neuen Platz zum Trainieren finden. Ich denke darüber nach. Schön weiter trainieren bis dahin, klar? See ya. Bis später, Alter. Cool. Ja, mal einen besonderen Ort. Hey! Morgen ist Vorstandssitzung. Keine Sorge, ich bin sicher, der Klinswandel hat funktioniert. Ich muss jetzt noch speichern, weil die Folge lang genug ist. Die Versammlung ist morgen, richtig? Wenn Kamoshida bis dahin keinen Sinnswandel hatte, werden wir von der Schule fliegen. Wir haben alles Mögliche getan. Jedenfalls werde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Du hast recht. Es ist noch zu früh, um das Handtuch zu werfen. Schätze, wir werden das morgen auf die eine oder andere Weise herausfinden. Wir müssen uns nur auf alle Möglichkeiten gefasst machen, genau. Das macht schon viel mehr Sinn. I'm sorry, I can't offer more reassurance, but he should have the change of heart. Let's just believe in that while we wait for tomorrow. Hey, hey! Oh, du hast rustige Ausrüstung dabei. Warum waschst du sie nicht im Waschsalon? Nö. Noch, wir hatten noch mehr übrig? Okay, aber da haben wir schon davon gewaschen. Ich denke auch nicht, dass die anderen Sachen, die wir noch waschen können, jetzt besser sind.
Ich hoffe, dass wir, wenn wir zukünftige Sachen finden, dass sie eine andere Bezeichnung haben, damit ich nicht alte Sachen wasche, die dann eh nur Müll ergeben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Egal. Für heute danke ich erstmal fürs Zusehen. Nächstes Mal werden wir schauen, was bei der ganzen Sache herumgekommen ist. Hat er seinen Change of Heart gehabt? Was wird aus uns? Fliegen wir von der Schule oder nicht? Wir werden es erfahren beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Bye bye. Bis denne.